es hier ist, seit der Invictor tot ist. Bleiben Sie wachsam. Nur für den Fall. Es geht doch nichts über eine Ehrenrunde. Also hier in dieser Session haben wir ja wieder was geschafft. Jetzt sind nur noch wenige Punkte da, die den Planeten zu 100% bewohnbar machen. Also vielleicht hätten wir hier vielleicht doch eine Forschungsbasis und keine Militärbasis hinsetzen sollen. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist getroffen, die Entscheidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und damit müssen wir dann erstmal leben. Mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht, wenn man irgendwie auf Wahnsinn spielt. Also Spaß im Sinne von, das wird richtig hart dann. Kampfbereit machen! Komm denn das? Wir sind doch 100% hier. So, die Karte. Das hier ist, weiß ich auch nicht. Aber wir machen uns jetzt mal... Ja. Vielleicht hier oben hin auf, ne? Wo ist das? Wo ist... Ich habe ja kein Ziel im Moment. Aber vielleicht markieren wir mal hier das so ein bisschen. Damit wir ein grobes Ziel haben. Das Beste an den Rebellionen war natürlich Kriegsherrn Shiaga, meine Vorfahren. Jeder Kroganer, der in eine Bar kommt, behauptet, sie sei seine Vorfahren. Aber wie viele haben die Clanbrandzeichen, um es zu beweisen? So nah wollte ich ihnen nie kommen. Jetzt ist ihre Chance dazu. Sie sind auf meinem... Ich glaub's ihnen schon, Drac. Da hat wohl jemand... Ah. Ah. Okay, wäre nicht so doll aufprall gewesen, aber ich dachte, da wird es runtergehen. Also, da wird's. Meine Sensoren registrieren Cat-Technologie, Pathfinder. Meine Sensoren registrieren Cat. Wissen die, dass ihr Basis eigentlich nicht mehr steht? Hat sich also hier schon bezahlt gemacht, dass ich Multiplayer gespielt habe. Oh, was gefallen. Wer ist Danny?
Ganz in der Nähe ein Überwachungsgerät der Cat. Ich rate Ihnen, es zu zerstören. Diese Geräte scheinen die Daten über die Kolonisten an einen zentralen Ort zu übermitteln. Hast du einen Nachpunkt für mich? Noch nicht. Ich brauche noch mehr Informationen. Ein weiteres Überwachungsgerät sollte allerdings genügen. Wo ist... Ah, da ist jemand, der... Der Techniker. Danny, richtig? Sie sind jetzt in Sicherheit. Läuft ein Erstkontakt immer so ab? Das ist ja grauenhaft. Das hier ist einfach zu viel für mich, aber EOS kriegt mich nicht klein. Ich werde ab sofort die Relikte studieren. Sie sind nur Maschinen, richtig? Dieses Mal bin ich auf alles vorbereitet. Stimmt, wir haben ja irgendwie gesagt, irgendwie, dass er helfen soll gegen die Cat. War vielleicht jetzt nicht so das Tolle, aber... jetzt uns gewählt her, mal jetzt. Das wäre da was gewesen für mich jetzt. Ich muss es zerlegen. Weil ich keinen Platz habe. Könnt mir ja mal schreiben in die Kommentaren, ob es wirklich... das momentan wirklich dabei bleibt. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns doch mal an, was wir hier unten finden. Wir gehen ja gerade auch in die Gegensatzrichtung von unserem Ziel eigentlich. Aber können wir ja hier korrigieren so ein bisschen. Also die Planeten sind schon groß, das ist viel, also auch größer als die in ME1 waren. Aber das will man bei fast 50 GB auch erwarten. Also sind, glaube ich, 47,7 GB groß. Weitermachen. Eine Idee des Bürgermeisters. Weil wir weitermachen müssen. Politiker, stets hilfreich. Die Weitermachtdünen, ja. Ist es noch? Ne, mehr also weit. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Ach da. Damit haben wir 96%. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Kommen wir da hoch? Pathfinder. Ich orte vor Ihnen ein Lager der Cat. Vor mir? Ah, der Cat. Ach da. Oh.
Ja, dürften sicher sein. Ja, das Ziel wäre nur. Ich orte hier eine Reliktvorrichtung. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Ich konnte nicht viel extrahieren, aber wie es scheint, haben die Cat aus diesen Reliktkernen einen NAV-Punkt erhalten. Kannst du ihn ebenfalls ermitteln? Teilweise. Ich benötige einen weiteren Kern, um die Sequenz zu vervollständigen. So, wir waren ja auf der Suche nach unserem Ding, aber das ist ganz woanders. Hier sind wir falsch. Also, ob ich dich umbringen soll, ich meine, die sind ja mir nicht feindlich gesinnt, deswegen. Pathfinder, ich rate zur Vorsicht. Die Reliktaktivität könnte feindselig sein. Sind doch nicht. So, alles in Butter bei denen. Ja, das ist nochmal Reliktaktivität. Auch nicht feindselig zu sein. Zum Glück haben wir ihre Basis erledigt. Sonst hätte daraus ein ganzer Stützpunkt werden können. Bleiben Sie wachsam. Hier sollten weniger sein als in der Basis. Das ist aber kein Grund, übermütig zu werden. Quest aktiviert für uns? Ja, wie soll ich schon? Punkt ist noch da. Mit unseren Kräften haben wir die Möglichkeit mal. Ich denke, das war der letzte. 98%. Der schlimmste Spitzname von allen. Datenpad. Bald haben wir hier wirklich 100%.
So langsam gewöhne ich mich an der an hier mit zwei Waffen zu regeln. Jetzt ist er wieder hinter mir. Ist da ganz oben könnte es natürlich sein. Das könnte passen. Eher mehr in der Richtung hier. Und da hoch, ja. 40 Meter davon. Wie kommen wir denn da hoch? Dann müssen wir uns in kleinen Schritten nach oben arbeiten, würde ich sagen.